Guten Morgen. Leiva haben wir schon im Namen Jesu gemeint, nicht ihr, nicht danke für deine Gnade. Ich danke dir für deine Güte, nicht bete ich an diesem Tag, dass du uns redest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir noch leben. Ja, von seinem Reich schaffen das Wort. Im Namen Jesu Christi. Amen. Das sagt in Hesekiel Kapitel 36 von Vers 24. Ich hole euch zurück aus fernen Ländern und fremden Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Das sagt Gott nur dem, was er sagt, dass er das am Sinnes genommen hat. Die Israeliten haben noch nicht genug Buße. Gott hat das am Sinne Ehre. Das sagt, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Den Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Wer scheinest das? Das braucht jeder Mensch und das passiert, wenn einer vom Nähen geboren wird, wenn einer wirklich Jesus Christus in seinem Hort abnimmt. Und der Herr Jesus, das Wunder der Neugeborenen ans bewirkt. Also wenn sagt er, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Wie seine, das steht auch im Alten Testament. Dass wir dem Geist Gottes Programm verändert leben führen. Das sei wie der Glaube Petrus. Petrus, während er sich anstrengte, schätzte seine Geschichte nicht an, aber aus der Apostelgeschichte Fall vom Heiligen Geist wir, dann wird ihm dein Leben anders. Und das braucht wir alle. Dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Schuld, die euch unrein machte. Wie wunderbar. Das hört sich so schön, was hier steht. Macht das doch unsere Realität sein. Himmlischer Vater, du kennst uns. Ich bete euch, dass du uns einfach rein musst. Von allem anrennen. Herr, und dass du uns ein anderes Wort gibst. Und uns, dass du hier sagst, mit deinem Geist, mit neuen Geist erfällst. Dass du uns steinernes Wort, was immer war, dass dieselbe Sache, die du in unsere Brust nimmst. Und uns erfällst, dass du sagst, die war mit meinem Geist, also mit deinem Geist. Herr, und uns fähig machst. Dein Wort hier, Herrscher Herr, das bitte ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.